Verbündeten wird angegriffen. Ihr habt es ja bereits gehört. Zurück in diesem verfluchten Ameisennest von Char. Hier bei Let's Play Starcraft 2. Bisschen hier, General Warfield ist abgeschmiert mit seinem Schiffchen. Wir sollen ihn retten. Wir haben ja auch sonst nichts Besseres zu tun. Vielleicht sowas wie überleben. Sir, ich orte mehrere Landekapseln, die in die Atmosphäre eindringen. Ich denke nicht, dass sie genug Zeit haben, sie alle zu retten. Nicht bei den ganzen Zerg in der Gegend. Verflucht! Wir retten so viele, wie wir können, aber ich fürchte, es werden nicht alle durchkommen. Verständlich! Schnell muss man sein. Schnell muss man sein, dann rettet man viele. Das ist noch die einfachere von den zwei. In der nächsten wird es schon wichtiger. So, jetzt ganz vorsichtig. Oh, Burstlinge, verdammt! Au! Au! Scheiße, Mann! Dreck. Egal. So, schnell noch mal die Ressourcen. Weiter. Gut, Lord. Oh, verdammt! Scheiße! Mann! Nein! Ja, voll Idiot, deine! Oh, wie ich euch hasse! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ja, hör auf weinen. Ich hab auch so schon viel zu wenig Zeit. Schabe, Flieger. Schabe, Flieger. Fliegende Schaben. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Alter, halt dein Mund. Was liegt an? Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Das kaum noch erwartet. Was geht los? Was gibt? Nur zu. Ich kann hören. Worauf soll ich ballern, Sir? So, da geht es noch, dass man beide rettet. Der nächste wird schwer, weil die weiter auseinander sind. Geht klar. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Los, los, los! Das ist die Main-Streitmacht. Ich muss rushen. Es nutzt nichts. Ich muss einfach durch. Ja, rushen ist es ja nicht. Aber ich muss durchbrechen. Es nützt nichts. Sonst wird das. Da kommt eine weitere Welle Landekapseln, Sir. Es wäre zu gefährlich, sie alle retten zu wollen. Ja. Die Basis unserer Verbündeten Tor. Wird angegriffen. Zweiter. Da, Kreuzer. 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 Alter. Halt. Die Fresse, Mann. Wir wollen nicht hören. Die letzte Landekapsel der Liga hat die Oberfläche von Char erreicht. Jungs, so wie es aussieht, sind wir jetzt auf uns allein gestellt. Man spürt als Spieler den Druck, der auf einem lastet. Und die Feinde sind natürlich auch nicht ganz so ohne. Ich weiß, aber ich brauche für den weiteren Erfolg meiner Mission auch Jacksons Revenge plus die Kreuzer. So. Zack. Ihr geht weiter nach oben. Kreuzer gehen hier. Wir bauen jetzt so viele Kreuzer wie möglich. Wir haben nicht viel Zeit. Der hält nicht unendlich lang aus. Da komme ich nicht hoch, verdammt. Ich bekomme keinen hoch. Oder? Jawohl, so. Könnte ich sogar flankieren. Was ist mit mir? Da komme ich doch hoch, oder? Ja, wie ich da hochkomme. Hier komme ich. Kommt. Wir brauchen die Tor. Der muss sterben. Nein, ich komme nicht hoch, verdammt. Aber ich kann Unterstützung schicken. Scheiße. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen.
Nein, diese Mission haben sie extrem spannend gemacht. Das muss man denen lassen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Kommt noch was? Kreuzer rein. Abmarsch bereit. So, da kann ich dann gleich mitnehmen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wird gemacht. Positiv. Sie wünschen. So. Ich brauche noch mindestens die zwei. Kurs. Da brauche ich noch etwas. Nicht genügend Mineralien. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Und nun? Wer hat die Flotte gerufen? Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ihr wisst gar nicht, wie das einem fertig macht, psychisch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Basis wird angegriffen. Warum nicht? Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ich hab da teilweise ein ganz mieses Gefühl. Sind sogar verseuchte Terraner und so. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wahnsinn! So. Kreuzer einsatzbereit. Könnt ihr natürlich auch hier mit die Kreuzer so quer ein. Aber ich muss da durch, weil da glaube ich ein Haufen Flugabwehr ist. Ich weiß es nicht genau. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Alter! Unterstützung. Maschinen laufen. So. Ganz kaum noch. Melde mich zurück. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Dir geht jetzt voraus. Wenn da ist viel Bodenabwehr, aber keine Luftabwehr. Immer langsam. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Pulverisiert. Mal gucken. Na gut, keine Luft angreifen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. So, weiter. Zack. Wer hat die Flotte gerufen? Die sind aber prima auszulöschen. Portale ran! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Zurück! Und jetzt mit der Hauptstreitmacht hinein! Scheiße, ich habe einen übersehen. Die sind schlimm. So, weiter. Egal, ignorieren. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. So, weiter. Diese verfluchten Verseucher. Die sind so lästig. Weiter. Aber wenn der Angriff versaut ist, dann ist man echt besiegt. Dieser Angriff muss hinhauen. Alle Mann von Bord. Daher, Kreuzer. Kreuzer gegen Bootloads. Wir gehen. Boah. Belsdinger. So. Weiter. Den Rest müssen die machen. So. So, hoch mit den Schildern.
Und? Ach nein. Scheiße. Gut, dass ich noch ein paar Kreuzer in der Hinterhand habe als Nachschlag, oder? Das... Ich bin jetzt nicht ganz so bedoppert. Dass ich nicht ohne... Trumpfkarte. Aber da wären ein paar... denen gar nicht blöd. Und nun? Ich weiß, das ist jetzt nicht die Strategie überhaupt. Aber es reicht. Diese Mission kann sehr viel schwerer sein. Und dann würde ich flankieren, aber wenn man die etwas schwerer machen würde, durch Schwierigkeitsgrad und so, dann würde ich von der Seite angreifen. Und zwar nur mit Kreuzern und Fliegern und allen möglichen. Mit etwas Glück ist der alte Worf jeden noch gesund und munter. Ja, man kann sich auch so... alle Sporenkanonen. Eine habe ich vergessen, ja, aber die sind nicht so wichtig. So, die schwerste Mission auf Char ist erledigt, aber... Das war die schwerste Mission auf Char. Viel schwereres kommt jetzt nicht mehr. Der Rest ist nur noch ein... Hingehen, töten, hingehen, zerstören. Die nächste Mission gefällt mir. Oh, die nächste Mission wird mir gefallen. Gehört, ihr Jungs braucht Hilfe. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Nicht der beste Moment, auf der faulen Haut rumzuliegen, General. Sie verdammter Hundesohn. Sie sind der Letzte, den ich hier erwartet hätte. Jungs, ich unterbreche nur ungern, aber unsere Freunde werden unruhig. Danke für die Rettung. Aber ich hoffe, Sie kommen nicht allein. General, Sie wissen doch, ich habe immer eine andere Dame. Zwar ein verdammter Pirat, Rainer, aber die Rettung meiner Jungs werde ich Ihnen nicht vergessen. Alles im Service inbegriffen, General. Was war denn das für ein Schlussbild, Mann? Ist das geil? Es ist geil. So. Yo, General. Was macht der Arm, General? Verdammtes Gift. Ich habe diesen Weicheiern von Sanitätern gesagt, dass sie meinen Arm abhacken sollen, damit ich wieder an die Front kann. Trotzdem, ich bin immer noch nicht einsatzfähig. Sie haben hier jetzt das Kommando. Verstanden. Ich weiß, das fällt Ihnen nicht leicht. Leicht? Söhnchen, ich habe es leicht im Gegensatz zu euch. Um den Haupt-Trump-Schock zu erreichen, müsst ihr euch entscheiden.
Entweder ihr schaltet die Bodentruppenverstärkung oder die Luftunterstützung aus. Für beides bleibt nicht genug Zeit. Keine Sorge, General. Ich werde mich um die Tank kümmern. Gehen Sie so schnell wie möglich zurück auf das Schiff und lassen Sie sich versorgen. Das ist ein Befehl. Ja, er hat schon wieder angedeutet. Ich muss mich entscheiden. Laden und entsichern, Jimmy Boy. Es kommen immer mehr von diesen Mistviechern. Wir haben hier die größte Schießbude der ganzen Galaxie. Ich will dir ja nicht den Spaß verderben, Tychus. Aber wir müssen zum primären Schwarmcluster vorrücken. Und zwar plötzlich. Wie willst du das denn anstellen, Kumpel? Mit den ganzen Nydos-Würmern überall am Boden und den Schwärmen von Fliegern am Himmel rücken wir hier so schnell erstmal gegen gar nichts vor. Bist wie immer eine echte Inspiration, Tychus. Tja. Kate Lockwell hier mit einer Live-Reportage für UNN. Die Nachricht des Abends. Die Zerg ziehen sich zu ihrem Hauptschwarmcluster auf dem Planeten Char zurück. Obwohl sie die von ihnen eroberten Welten nicht aufgeben, scheint es, als würde sich der Großteil der Aliens bei dem feurigen Planeten versammeln. Was hat das zu bedeuten, Kate? Das wissen wir noch nicht, Donny. Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Ich weiß, was es zu bedeuten hat. Und es war nichts Gutes. Schön, dass wir auch selbst hier UNN empfangen können. So, Söldner habe ich ja alles. Forschung habe ich ja alles. Arsenal habe ich kein Geld mehr. Könnte man im Notfall, wenn man noch irgendwas zu tun hat, könnte man ja alles machen. Aber da es ja hier nicht mehr so viel gibt, schauen wir uns die Missionen an. Dank Ihnen haben wir unsere Landezone sichern können, Commander. General Warfield meint, dass unter den gegebenen Umständen ein Angriff auf den primären Zergschwarm Selbstmord wäre. Deswegen brauchen wir ein Ablenkungsmanöver, das die Zerg-Streitkräfte beschäftigt und uns die Gelegenheit verschafft, die wir brauchen. Ja. Wie schon gesagt, wir müssen uns entscheiden. Ich glaube, dieses Gespräch geht sich noch schön aus. Weißt du, ich habe nachgedacht. Das macht mir mehr Angst als die Zerg. Wir müssen diese Nydos-Würmer ausschalten, bevor wir den Hauptschwarmstock angreifen können. Wenn die Zerg, wann immer sie wollen, aus dem Boden schießen können, ist das unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden nicht gerade förderlich. Wir könnten Sprengladungen anbringen. An den richtigen Stellen gezündet, könnten sie das ganze Nydos-System mit Lava überfluten. Was meinen Sie, General? Gefährlich. Könnte aber funktionieren. Das größere Problem sind aber immer noch ihre Flugeinheiten. Selbst wenn wir mit unseren Truppen vorstoßen könnten, wären sie ständigen Luftangriffen ausgesetzt. Irgendwelche Vorschläge? Die Aufklärung zeigt, dass 80% der Zergflieger auf einer verseuchten Plattform in niedriger Umlaufbahn ist. Wenn wir die vernichten, haben wir die Lufthoheit. Verflucht, wenn die Plattform so wichtig ist, warum jagen wir sie nicht einfach hoch? Die Nester sind tief in der riesigen Plattform eingegraben. Detonationen an der Oberfläche reichen also nicht. Wir müssen mit einem Einsatztrupp landen und den Job von Hand erledigen. Ihre Entscheidung, Rainer. Ja, das ist Gott sei Dank komplett meine Entscheidung. Entweder ich führe eine kleine Einsatztruppe an, um die Nydos-Wurmtunnel unterhalb Chars zum Einsturz zu bringen. Es werden keine Nydos-Würmer in der finalen Schlacht gegen Kerrigan auftauchen. Wenn sie erfolgreich sind. Ja, ich muss erfolgreich sein. Oder zerstören sie die Orbitalplattform, die den Mutalisken und Brutlords als Nest dient. Mutalisken und Brutlords werden sie in der finalen Schlacht mit Kerrigan nicht mehr belästigen, wenn sie Erfolg haben. Es ist so. Ich verkrieche mich liebend gern. Das bedeutet, dass für mich persönlich, für mein Spielstil, sind die Nydos-Würmer die größere Bedrohung. Denn bei den Nydos-Würmer müsste ich meine Basis verlassen. Die kommen automatisch zu mir. Und vor allem das sind nur kleine. Da müsste ich wirklich mit meinen Kreuzern meine Basis kurzzeitig verlassen. Sicher, ich bräuchte nur zwei oder drei mit den Yamato-Geschützen, aber zuzüglich ist es so, dass wenn ich diese Mission mache, stört mich in der letzten Mission ein Bosskampf nicht mehr. Aber das ist mir alles Wurst.
In der letzten Mission habe ich zu viele schwere Kreuzer, als dass mich überhaupt irgendetwas stören würde. Von den Beinen. Aber ich persönlich verachte Nidoswürmer. Das sind mir diese paar Fliegewurst. Die schluckt meine Verteidigung so oder so. Also werden wir uns dann in den nächsten Missionen um die Tunnel kümmern. Anschließend werden wir die Mission natürlich wieder wiederholen. Machen dann die andere Mission. Einfach nur, weil wir es können. Egal, wie du machst sei. Das wollen wir dann jetzt in der nächsten Folge sehen. Die Tunnel natürlich hier. Ja. Bei Let's Play StarCraft 2 The Wings of Liberty. Tschüss und bis morgen, meine Freunde. Und habt noch einen schönen Tag.